Finde und rette deine Besatzung. Ja, komm, die haben... ich kann also auch klettern. Die haben bestimmt noch ein bisschen Zeit. Ich bin sicher, die warten auf uns. Kann ich hier... kann ich hier nicht rein? In dieses Haus, welches aussieht wie ein Boot? Ich würde da echt gern rein. So, da liegt noch eine Axt, aber die können wir anscheinend nicht nehmen. Ein Schild wäre an sich mit Sicherheit auch praktisch. Vertrau mir, ich spreche aus Erfahrung, ich habe da nämlich auch einen. Warum rennt der so doof? Okay, ich kann also auch Beeren sammeln. Gesundheitsregeneration. Okay, gut zu wissen. Wir müssen das ja alles noch rausfinden. Wo kommt der Zahn her? Warum die Feder gelb ist, will ich auch nicht wissen. So. Und dann haben wir das ausgeplündert. Wie schaut es hier aus? Hier können wir auch noch so ein bisschen. Silbersee. Oh, 16 Silber. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann schauen wir mal hier noch in die Kisten. Nochmal 8 Silber. Oh, lass es Essen sein. Ja, Nahrung sammeln. Ich fühle mich besser. Stärker. Okay. Also ich kann Mahlzeiten auf jeden Fall sammeln. Ich kann sehr vieles sammeln und ich werde sehr vieles sammeln. Ich bin so ein bisschen eine Loot-Hure. Wo kam es? Okay, Proviant ist voll. Wo kamen die Pfeile her? Jagdpfeile. Und ich weiß auch nicht, wo wir hin müssen. Ich folge einfach mal diesem Weg. Okay, hier können wir... hier können wir sprinten. Schön. Wirklich schön hier. Ich weiß halt noch nicht, ob wir unsere Besatzung retten können. Vielleicht sterben die auch. Ne? Da müssen wir... da müssen wir mal noch ein bisschen abwarten. Ja, wie ist der denn drauf? Hüpft da einfach mal so eine Felswand hoch. Was? Okay, F fokussieren. Da sind drei Gipfel. Okay, erreiche den Aussichtspunkt, um dir einen besseren Überblick über die Umgebung zu verschaffen. Das können wir mal versuchen. Aber mir fällt auf, ich gucke jetzt gerade nämlich so. Die Kamera ist genau über unserer Quest. Neues Gebiet entdeckt. Also da, wo meine Fratze ist, das, was ihr da nicht lesen könnt, das ist einfach nur die Quest, was wir gerade zu tun haben. Das heißt, ihr verpasst das eigentlich gar nicht. Das können wir so lassen. Es sei denn, ihr wollt unbedingt lesen, was da steht, dann einfach Bescheid sagen. Dann werde ich die Kamera gegebenenfalls auch nochmal umpositionieren. Okay. Synchronisiert. Was synchronisiert er? Wow. Wow, diese Aussicht. Was für eine verdammt geile Scheiße. Gefällt mir wirklich gut. Hier will ich bleiben. Hier will ich bleiben. Der Einbrecher meine Leute gefangen hält. Sehe ich die hier irgendwo? Müsste ja da hinten sein. Das ist schon echt einfach schön. Kann ich auch einfach runterspringen? Hallo? Au, au. Ah, okay, da war Wasser. Der tut mir fast ein bisschen leid. Das muss doch echt kalt sein. Aber er steht da wie ein Mann. Gut, ich... ich würde mir gerade wahrscheinlich den Arsch abfrieren. Das Wasser war gefühlt so. Wenn ich mir so anschaue, wie es außenrum aussieht.
Und ich frage mich gerade, lohnt es sich, dass wir uns hier ein bisschen genauer umsehen? Oder sollten wir einfach direkt zu unserer Besatzung? Ich meine, die Ehre verlangt es. Ganz klar, wir sind ehrenhafte Wikinger. Rabenperspektive mit Rambla, bla 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 bla. Ich will Rabe sein. Sie für mich sühnen. Oh, ich bin Rabe. Wie cool. Da kann ich mich hier umschauen und gegebenenfalls eine Markierung setzen. Ich kann ihn auch lenken. Okay, da ist irgendwas mit dem Schiff. Da scheint ein kleines Dorf zu sein. Hier ist ein Zelt. Da würde ich mich gerne mal umschauen. Dafür würde ich mal so eine Markierung setzen. Wie war das? Wie Markierung setzen. Hier. Okay, ich tu mal alle Markierungen weg. Ich möchte ja nur eine. Jedenfalls nur eine hier in diesem Lager. Hier ist auch nochmal ein Haus. Das markieren wir uns auch noch. Einfach weil wir es können. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Oder soll ich einfach schon darüber? Das kann natürlich sein. Dass das gerade meine Rabenmission ist. So. Finde ich schon cool. Auch die Gegend hier. Kann der auch höher fliegen? Ja, wir können auch höher fliegen. Ah, Sturzflug. Interessante Sache auf jeden Fall. Was genau macht der? Kann ich mich da drauf setzen? Ich will mich da drauf setzen. Ich möchte mich als Krähe darauf setzen. Kann ich oder kann ich nicht? Ich kann das Viech hier nicht landen. Der geht nur bis zu einer gewissen Höhe. Ich habe keine Ahnung, was der hier gerade machen soll. Ich bin halt da. Als Rabe. Und dieser komische Pfeil zeigt hier immer auf das Langhaus. Ich will ihn umbringen. Ich kann ihn nicht als Rabe umbringen. Ich weiß auch nicht, wie ich hier rauskomme. Klar, mit Escape. Was auch sonst. Ich meine, ne? Ah ja. Einer von Kürtwies Männern. Ich muss vorsichtig sein. Ist mir egal, ich klatsche den weg. Ich springe ihn um. Bin mir sicher, er hätte es auch getan. Kann ich ihn plündern? Ich versteck den. Sicher, sicher. So. Sehr viele Pfeile. Ein wenig Silber. Das scheint es dann aber gewesen zu sein. Dann laufen wir weiter in Richtung unserer Besatzung.
Ja, ich weiß, dass ich springen kann. Ich muss doch nicht immer springen. Ich möchte mir hier die Gegend anschauen. Wie zum Beispiel dieses kleine Häuschen. Okay, die Kiste kann ich nicht öffnen. Aber ich kann rein. Alter, schlag doch auf die Kiste. Wenn der jetzt nicht gleich die Kiste zerschlägt, wirklich, dann hau ich den. Danke. Kjötwes Befehle. Rikulf, bereite Warenskin für die Sklavenhändler vor. Die anderen kannst du für dein Blut opfern. Kjötvi. Klingt nach einem absolut netten Typen. Eisenerz, Leder, okay. Wer weiß, wofür wir das noch brauchen werden. Es bleibt spannend. Ich laufe hier. Ich sollte mich nicht sehen lassen. Sollte ich mich wirklich nicht sehen lassen? Komm. Aber wenn ich die umbringe, kann ich sie plündern. Du wirst Wurmfutter. Folgt mir nach. Wieso hat er jetzt langsam? Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Gut. Kann ich die jetzt auch irgend... Okay, den kann ich plündern. Okay, ich kann anscheinend nur plündern, wenn sie auch zu plündern sind. Sonst trage ich die halt einfach rum. Aber ich nehme natürlich sonst alles mit. Oh, ich habe meinen Garnknäuel wieder. Das ist schön. Mit dem habe ich als Kind so gern gespielt. Und eine Laute. Ich werde ganz bestimmt nicht Laute spielen. Oder? Werde ich es vielleicht doch. Darüber will ich. Ich sehe den Eingang. Ich sehe das Tor. Das ist unser Ziel. Singendes Eisen. Da findet ein Kampf statt. Ja, höre ich. Lass mal irgendjemanden töten. Dag, du alter Hund. Du lebst. Ja. Hab mich vom Schwert kommen. Ich glaube, wir haben einen Freund wiedergefunden. Sehr schön. Was ist mit dir? Kjötvi wollte mich verkaufen. Ein Fehler, den er bereuen wird. Jedoch nicht heute. Ja. Ich sah ihn in Öchwalsnäs auf ein Schiff steigen und gen Osten segeln. Ohne unsere Mannschaft. Noch ist es möglich, unsere Männer zu retten. Ist ja grundsätzlich zumindest. Irgendwie du willst die Rettung allein nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen. Nur um dich geht, was? Ich könnte auch den Strand stürmen, 2 Dutzend Männer töten, unser Drachenboot nehmen und siegreich die Segel setzen. Wie du willst. Nein, nein, ich nehme den Strand. Ja. Das ist der gefährlichere Weg. Such du das Langhaus nach den unseren ab. Mach ich. Oh, und hier. Der Tote wird das wohl nicht mehr brauchen. Danke. Geh. Danke. Wir sehen uns dann beim Schiff. Er hat seine Lippen gar nicht bewegt beim Sprechen. Ist mir gerade so aufgefallen. Finde ich ein bisschen schade. Schlacht um die Nordwege. Mach mal. Rabenclan-Schild. Ein Schild kann jetzt in den jeweiligen Menüs als Nebenwaffe ausgerüstet werden. Inventar öffnen. Wir haben ein Inventar. Waffen. Es gibt 3 Hauptfelder für Waffen. Jede Waffe ist einzigartig und ermöglicht einen eigenen Kampfstil. Okay. Das Ausrufezeichen wird angezeigt, wenn ein neuer Ausrüstungsgegenstand aufgenommen wurde. Haupthand, Nebenhand. Da will ich den Schild. 2 Handwaffen, Bogen, okay. Hier nehmen wir auf jeden Fall den Schild und die Nebenhand. Hier kann ich jederzeit verlassen, praktisch, oder auch unser Geschlecht ändern. Man weiß ja nie, ne? So, dann sind wir Fertigkeiten. Interessant.
Wir können auch nichts erwerben, ist okay. Das wird noch kommen. Okay, ich muss hier mal ein bisschen rumprobieren. Okay, ich kann wohl... Okay, auf Q ist der Schild. Müssen wir ja natürlich alles wissen. Okay, ich kann auch den Zaun hier kaputt machen und hier durchrennen. Ach, wie schön. Ach, wie schön. So ein richtiger Randale-Rüpel. Ob es hier wohl was zu holen gibt? Es macht gerade nicht den Anschein und vor allem sollten... Pulsierendes Leuchten und Kompass. Ach ja, da. Vor allem sollten wir uns schleunigst darum kümmern, unsere Gefolgschaft wieder zu bekommen. Denn alles andere wäre irgendwie echt ein bisschen räudig. Das heißt, ich metze mich da jetzt durch. Kjötvis Krieger kauchen durch Öchwaldsnäs wie Läuse. Wenn ich durch das Haupttor gehe, falle ich vielleicht auf. Okay. Ich darf mich hier nicht blicken lassen. Ja, klar, wir sind eigentlich ein Assassine. Aber so ist halt leichter. Vielleicht kann ich von hier oben den ein oder anderen schon erschießen. Ja, kann ich. Es ist aber gar nicht mal so einfach. Weil die sich halt auch noch bewegen. Okay. Wir kümmern uns einfach mal drum. Nach und nach. Okay, ich wurde getroffen. Bogenschützen. Wir müssen hier ein bisschen in Deckung gehen. Wo ist der denn? Ich habe, glaube ich, keine Pfeile mehr. Ja, klar, wir haben keine Pfeile mehr. Dann müssen wir wohl doch einfach reinstürmen. Lass mich in Ruhe. Mahlzeit zu mir genommen, klar. Einfach mitten in der Schlacht mal was gegessen. Ich bin echt topfit. Alles cool, danke. Ich bringe euch alle um. Da kenne ich keinen Erbarmen. Okay, wir müssen natürlich auch auf unsere Gesundheit achten. Und wir haben keinen Proviant. Hallo, bleib doch. Digga, der hat einen Pfeil in der Schulter und snackt mich einfach weg. Was ist denn das? Kopfschuss ist gar nicht so einfach. Wie gesagt, ich kenne mich hier noch nicht so aus. Na, ich muss ja erstmal ein bisschen skillen. Also ich hoffe, wir haben alle unsere Pfeile noch. Dann versuche ich das Ganze mal so ein bisschen gezielter. Vielleicht diesmal ohne zu sterben. Ich möchte hier auf die Spitze. Oder? Oder ich nehme vielleicht dieses Nebentor. Vielleicht sehen sie mich dann nicht. Ich könnte ja auch aus nächster Nähe schießen. Vielleicht treffe ich dann den Kopf. Das wäre auf jeden Fall eine gute Idee. Auf C schleicht man, ne? Ich schleiche mich einfach mal rein. Okay, der ist weg. Das Langhaus.
Meine Mannschaft sollte da drin sein. Der Schweiß der Schlacht fließe! Okay, plündern kann ich die nicht. Wir müssen uns hier gut umschauen. Ich möchte nämlich im Dach sollte es eine Öffnung geben. So unbemerkt wie möglich dort hineingelangen. So, da kann ich bestimmt hochklettern. Und vom Dach aus werde ich dann vermutlich reinkommen. So, hier durch den Kamin. Wieder Weihnachtsmann. Ich bin heute der Weihnachtsmann. Wenn du dich weiter so findest, wird meine Axt deinen Hals verfehlen. Das wollen wir beide nicht. Wenn ich schon sterbe, dann soll es schmutzig werden, du Aas. Wo? Ich sehe gerade nicht. Da ist niemand. Diese blöden Banner, da sieht man doch nichts. Okay, keiner da. Hallo. Geh mal runter hier. Komm, hör mal auf mit dem Blödsinn. Weißt du, springst hier rum wie so ein Äffchen. Wäre auf jeden Fall ehrenhaft. Gar nichts, Rabendreck. Oder deinem Clan von Trell und Bauern. Was sind Trell? Ich weiß es nicht, vielleicht erfahren wir das noch. Du, leg die Axt beiseite oder stirb durch meine. Ehrenhaft. Ein Sklavenschiff nach Irland sein, Wolfsmal. Ja, ich bin hier. Aber wenn du mein erstes Opfer sein möchtest, wird Odin dich sicher freudig empfangen. Ich habe kein Problem damit, Odin zu treffen. Jetzt bezahlst du. Ich schick dich direkt zu Hel. Ja. Okay, da ist alt. Wie nieder, Wolfsmal. Dann verschone ich dich. Halt dein Maul und kämpfe. Ja, fei echt. Stirb, du niederer Abschaum. Ist wahrscheinlich so unser erster Boss-Gegner. Hör auf damit! Eins mal. Der weicht irgendwie manchmal nicht so richtig aus. Ah, ich hätte den fast in den Kopf getroffen, den blöden. Ja, Ausdauer, bla bla bla. Super. Ich sehe hier nichts. Wo hat der die Hämmer her? Warum hat der jetzt auf einmal Hämmer? Überher der Hämmer. A Hammer in the morning. Das war Headshot des Todes. Habe ich ihn besiegt? Geil. Ja, wie gesagt, bisschen lubig, aber man muss ja auch erstmal reinkommen. Oh, was eine schöne Axt. Vater, du hättest sie bis zum bitteren Ende festhalten sollen. Und was eine schöne Axt. Guck die mal an. Wenn ich mein Leben gebe, verschonst du meinen Clan? Nein. Nimm deine Axt! Nein, Varin! Tötet sie alle! Nein, Varin! Nein! Das war schrecklich. Ich war noch so jung. So jung. Na, Bauti? Irgendwas sagt mir, ich sollte ihm folgen. Andere Möglichkeiten sehe ich nicht. Ich denke, wir sollen diesem Wolf folgen und seinem Herrchen. Aber meine Ausdauer ist halt gerade echt mies im Arsch.
Ja. Eivor, was ist mit dir? Bin ich los? Was? Toll, mein Horn ist leer. Ja, natürlich. Sorry, ich war gerade noch kurz beschäftigt. So, ein Gefangener befreit. Käfig öffnen. Auch wenn dein Verstand etwas mitgenommen schien. Hört ihr, wer atmen kann, kann auch kämpfen.